aber wir wissen es besser, Präsident. Wissenschaft gibt es wirklich und sie hat eine dunkle Seite. Erinnert ihr euch an die Kreaturen, Präsident? Suchen sie immer noch die tiefsten Winkel eures Geistes ein. Ich erinnere mich an die Klauen, das Blut. Ich suche immer eine Position, also nicht wundern jetzt hier. Ich suche immer eine coole Position, dass ich dann klarkomme hier, so wenn ich dann rumklicke und mache. Coole Ansicht. So, wahrscheinlich mal besser. Habe ich das hier im Blick? Sehe ich auch das hier? Cooler Aussichtspunkt hier, aber. Nicht schlecht, ja. Cool gebaut, ja. Aber ich denke mal, es gibt genug Probleme. So, dann machen wir es mal vorschauen. Ich bin der Bro. Sprechen irgendwer? Nein. Braucht Tropico einen Hyperloop? Die Kapitalisten sagen ja. Die Panikmacher sagen nein. Der Palast sagt streng geheim. Mehr dazu in Kürze. Neue Datenschutzgesetze haben den Datenschutz abgeschafft. Wahre Bürger Tropicos können sich entspannen. Wer nicht schief angesehen wird, muss ein guter Mensch sein. So, erstmal gucken hier, weil die Beute doch alle neu sind mitunter. Präsidente, ich wollte mich bezüglich Ihrer Gesundheit erkundigen. Ein guter Anführer. Mann, so weit bin ich doch noch nicht. Präsidente, zeigen Sie, dass Sie sich um Ihre Tropikan. Meine Güte, die einen auf den Senkel. Warum hast du mal gebucht? Präsident.
Clubs, das da will ich trainieren, ja, ein Idiot. Erstmal die Bucht, weil die uns Geld sichert und Waren. Die wir, denke ich mal, brauchen können. Sonst wird es wieder sehr aussehen. Okay, Arbeiter haben wir, die das aufbauen. Das scheint auch zu funktionieren. Wir haben auch einen Laden. Sehr gut, haben wir schon mal Waren. Mais, Kokos, Milch, Ananas, Saft, Bekleidung. Ah ja, gut. Das ist ja noch nicht viel. Da haben wir mal ein bisschen die Holzindustrie fördern und fördern. Was haben wir hier? Krokodil, Lama, Kokosnuss, was ist das? Machen wir hier mal viele Salzfördern rein. Und am besten gleich eine Säge daneben. Ein Abwasch. Nicht unbedingt in Siedlungsgebiete, weil das nervt die Leute. Lasst Penultimo euch demütig etwas beibringen. Es gab ein... In den kleinen Wohnblock hier. Oh, rein wie in der Insel, stimmt. Die Entschlüsselung des Erbgutes. Zukunft der Gesundheitsversorgung. Hollywood. Oder Millionenbetrug amerikanischer Pharmakonzerne. Kanaluno glaubt, dass ihr die Antwort kennt. Noch keine Einzige, na super. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Oh, Frau Merkel! Und hier. Und hier. Und hier. Gut. Haben Sie einen Termin? Ja? Wunderbar. Ja. Warten Sie bitte in der Schlange bei ausstehenden Termine. Ich werde Sie gleich aufrufen. Naja. Nichts steht so sehr für Sicherheit wie eine gut ausgerüstete Armee, Präsidentin. Die Grenzen sind sicher. Oh, ich glaube, was bringt Macht, wenn sie nicht genutzt wird? Sind Sie die ganzen Ranken? Arbeit ist hart. Sind das Baugenehmigung? Ich habe gesehen. Du hast die auch nicht gesehen. Klimaanlage, Aufzug, ne, das muss doch Standard sein. Wohnqualität. Aber mal hier, big. Hochfahren, da werden sie. Dann kommen auch die Leute. Minibar, Standard muss das sein. Das, was mit dir? Strandreservoir. Strandreservoir. Sag ja. Das muss laufen hier, ja. Schiffswerft.
steht es mit Ihren Ambitionen? Ungehindert, hoffe ich. Naja, wir können schon was machen, klar. Wären Sie hier? Oh, schön unter Kontrolle, wa, Kollegen? Ich muss jetzt erstmal meine Insel hier checken. Einfach, wie die sich das immer vorstellen, das ist dann doch nicht. Tropico Land. Na da, machen wir, da können wir ja die Mission so nennen. Tropico Land. Tropikos bietet jetzt Augenlaserchirurgie. Für alle, die unbedingt Laserauge brauchen. Laserauge? So nice. Melbefabrik. Die bringt Punkte, Junge. Da läuft's richtig, Junge. So, wir brauchen nämlich auch das typische Tabakding aus Tropico. Das ist Fakt. Die besten Ceylon-Gummers Grube. Ja. Und hier haben wir doch astreines Klima. Ja, ja. Tabak! Das ist nicht schlecht. Lydia Oki. Und Kirchen. Oh, auch mehr. Damit das hier nicht eskaliert.
Flugdauer liegt inzwischen bei fast einer Minute. Gut gemacht, Nerds. Weiter so. Euer loyaler Penultimo ist Sprapp. Ja, ne, ich muss mich auch erstmal um die Leute kümmern. Ich kann ja hier nicht gleich hier diesen politischen Irrsinn starten, ohne überhaupt mich erstmal ums Volk gekümmert zu haben. Sorry. Jetzt kommt sie mir wieder mit ihren zu wenig Strom hier. Ich höre der nächste Krieg. Ja, gut, wir ziehen alle ein. Fulle die Dinger. Euer Genie ist unbestreitbar. Oh, genau hier. Ja. Gold. Ja. Muss man doch klein nachlesen. Ja. Kohle.
Oh, Wuhan! Ist das geil! Leute, zieht euch das rein. Aus Versehen auf ein Uranfeld meine Tabakplantage. Oh, ja, wenn das keiner gegen böses Erwachen gibt. Die Tabakplantage, Junge. Oh, haben wir viele Rohstoffe. Ich kann Waffen herstellen, die so. Uiuiui. Eisen. Das ist gut. Ey, ist das lustig, Alter. Strahlende Kippen. Die leuchten im Dunkeln. Auch wenn sie nicht an sind. Oh, ist das geil, ey. Da musste ich jetzt feiern, wirklich. Das ist echt zu lustig. Manöver sind legendär. Entschuldigt mich, ich werde ein paar Notizen machen. Echt? Finde ich gut. Pull die Mauer, Junge. Nein, ich will keine Reihe. Es gab ein. Die haben mich auch so hier noch nicht. Wir haben eigentlich eine Feuerwehr. Wir haben keine Feuerwehr. Das geht ja auch nicht. Schnellstmöglich ist die Auto. In der Allianz. Weltländer. Drei Phasenmeierung. Obdachlose, meine Fresse. Das verstehe ich nicht. Freie Arbeitsplätze 9, Arbeitslose 9, leerstehende Wohnung 34. Was soll ich noch machen? Das ist doch nicht normal. Soll ich euch betteln? Ich meine, wir können ja hier noch so die Türken stellen. Die Arbeiter. Zack. Welch wunderbare Zeit am Leben zu sein! Vom Zukunftsschock bis zur Gewalt im Straßenverkehr! Technologie macht alles besser! Sie scheinen unsere Anweisungen befolgt zu haben, aber wir warten noch auf die schriftliche Bestätigung, dass Sie alles richtig gemacht haben. Frau Merkel! Mir müssen Sie nichts mit richtig machen erklären. Warum Sie bitte damit auf? Zion der Übergänger. Wir haben die besten Zion auf der ganzen Welt. Das gibt's doch nicht. Schauen wir erstmal in die Botschaften einladen. Ach, Leute. Was will der? Buch im Wort. Oh, nee. Saudi-Arabien, wo wir mit uns noch was? Autos. Ich habe gesehen.
Ich habe gesehen. Oh, die waren, Junge. Oh, die waren Ström, Junge. 46 Riesen. Nicht schlecht. Fufi. 50 Riesen. 50.000? Ah. Ihr müsst ja über mir irgendwo hier stellen. 50.000, richtig, da? Oder da? Oh, der hat nicht alles mitgenommen. Warum das nicht? Was ist denn hier los? Sicher. Du bist ja ja nicht sicher. Sicherheit hast du nur durch mich. Schule, die muss ich schon rumlaufen. Na bitte, ja. Das ist auch voll. Die hast recht. Von der sprichwörtlichen Sorte, ja. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Wenn du das Volk ordentlich behandelst, dann hat's dir ja auch gerne. Gut, die Politik macht manchmal sehr viele komische Sachen, dann kann sich das auch ändern. Gucke Möbel, wunderbar, Junge. Ja. Und wenn die Sinnlichkeit effizient wird, um 100 anlegt. Das war ein viel zusätzliches Lager. Für Plastik mit einer Kapazität von Plastik. Da war schon wieder Mist. Aber jetzt bin ich die höchste Ausbildung, aber nur für Plankenforschung. Sie sind meinen Anweisungen gefolgt. Doch ich bin nicht so begeistert wie erhofft. Naja. Vielleicht kann ich mit Hilfe meiner Diener eine Augenbraue hochziehen. Also ich hab dir Autos hier abgekauft. Also wo bist denn du da nicht zufrieden mit dem Geld oder was? Das verstehe ich jetzt nicht erst. Es gab einige. Hier, so muss das alles sein, oder? Schön, ja, die Gebäude. Jetzt können wir... ...diese komischen Botschaften machen. Und dann hier der Zirkus los, Kollege. Das war wieder klar. Ich muss am Kopf machen. Das andere Stelle. Ganz ehrlich,
normalerweise müsste das hier alles sein. Ich möchte Sie jetzt nicht... Gerüchte über die Entwicklung orbitaler Gedankenkontrolllaser und bitte die Bürger, den Ankauf von Alufolie herunterzufahren. Cyber-Operation. Die spielen hier unter sowieso gute Leute aus. Das gibt's doch nicht. Danke, dass Sie das getan haben. Oh, das war meine Mission. Außerdem wurde niemand. Ist das geil. Ein Forschungslabor, ja. Sorry, das muss weg hier. Ja, das muss weg. Ich brauche den Platz für die Botschaften. Die Bibliothek haben sie auch nicht. Glück dir diese Stadt ein, Junge. Wahnsinn. Das ist ein Cyber-Scheiß.
Oh, ein Cybertyp. Verbrecher, Cybertypen sind also. Wir haben einige prähistorische Fossilien, Präsident. Präsident, ich habe mir ein paar Schlagzeilen ausgedacht. Sie werden recht überschuldigt. Oder wissen Sie etwas anderes? Oha. 53 Seelen. Ein Freizeitpark mit mehreren Inseln ist immer beliebt, Präsident. Bewaffnete Aufstände? Weniger. Die Leute kennen ihre Vergangenheit. Ich möchte Sie...
Wir waren bei den Plantagen. Kakao hat man als letztes, Tabak haben wir vorne. Auch Kaffee. Oder typische Vorboten der Robokalypse. Kanal Unus Reporter liefern die Antworten in Kürze. Das letzte wäre Gummi. Den brauchen wir auch. Mensch, da will sie doch immer arbeiten, ich weiß nicht. Das ist keine Ordnung mehr. Was ist denn die Gute? Wenn ich den ganzen Sommer am Arsch halten. Sorry. Gehen wir bitte. Kopf und Prozess. Ja, erledigt. Zack. Alter. Danke, dass du das getan hast, Präsident. Sie haben Wissenschaftler engagiert, um Ihren Freizeitpark zu entwerfen?
gut zu sehen, dass sie neue Wege gehen. Es ist normalerweise das Marketing-Team, das ein... Können wir auch mal weiter in der Forschung? Oh, ich bin so jung. Es gab ein... Sieben Obdachlose. Das ist ein Verbindung. Was ist denn dein Sperr? Der arbeitet in der Highschool. Der ist eine Bildung. Empfehle ich auch jedem, prüft vorher die Ecken, ob sie irgendwas anzubauen geht. Und dann haben wir ja aktiv hier. Schon mal so ein bisschen mit hier. Und schon Punkte. Ach, gut. Machen wir dann. Oha. Ja.
richtet das mal. Ach, hier ist ein Schild. Das ist aber Unsinn. Bei den Kindern und dann safety first, Junge. Ah, ist ein bisschen hier. Ist ja Wahnsinn. Dass du hier abdecken musst. Botschaft, ich weiß nicht, in welcher Welt die leben. Wie soll ich hier einen Wolkenkratzer einbauen? Wolkenkratzer, das Teil. Wo soll der hier hinbauen? Muss ich jetzt das Schafding hier wegbauen? Wegreißen. Ein Stück Straße. Nee, ich hab oben noch nicht ein. Mann, ey. Ich hab noch immer was von meinem. Weil wie viel kostet der Mann? Busch Algarif, oder wie heißt das? Vergessen, das Ganze in ihren arabischen Räumen leben. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Sie sind meinen Anweisungen gefolgt. Doch ich bin nicht so begeistert, wie erhofft. Ja, warte mal. Vielleicht kann ich mit... Weil ihr zu viel Geld habt. Zeit für die Daten. Haben wir auch Lust. Na, danke, ja. Oh ja, wie schnell sind denn die? So schnell rattern die da durch. Ist ja Wahnsinn. Ich möchte sie jetzt. Ach ja. Der Palast dementiert den Bau einer hochgeheimen Spionagebasis. Weitere Nachrichten. Präsidentes neue Kunstgalerie verfügt über erstaunlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Fürchten Sie sich nicht vor meinem enormen Vermögen, Präsident. Meine Diener ziehen mir die Hose trotzdem ein Bein nach dem anderen an. Da jetzt machen, aber ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das machen wir da nicht zur Verfügung, Kollege.
hier, Kollege. Wieso passiert hier nichts? Ich habe gesehen. Ich bin mir sicher, dass die Gute. Gesundheitsbeauftragten haben wir kein Auftreten des Ebola. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber... Ich bin autorisiert zu sagen, gute Neuigkeiten, Präsidente. Wir haben eine neue Richtlinie festgelegt. Ich fürchte, sie erfordert Ihre strikte Befolgung. Oh, Frau Merkel, die zwei Riesen. Ich bitte Sie. Lockt mich jetzt nicht unbedingt. Gerade vier Jahre für uns war. Entwicklungsstufe vor allem. Sprechen irgendwelche dieser Angebote? Oh ja. Thank you.
Gesundheit gibt diese Woche Rabatte auf Schönheitsoperationen. Lasst euch kostenlos die Lippen aufspritzen mit allem Drum und Dran. Aber nicht schlecht. Moment, was ist das? Werfen, man, ja, mal ein bisschen wirtschaftlich überdenken hier. Es gibt einen schmalen Grat zwischen Leger. Wären Sie hier? Genau. Märchen. Ich mache immer gerne Geschenke. So muss das laufen. Waren. Hoho, die Waren kommen hier immer, da muss das hin. Zack, zack, guckt euch an hier. Bap. Klack, 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 hier und was reden. So, muss das noch. So, wir wollen weiter unsere Fabrik ausbauen, ja? Damit wir hier Geld vermehren können. Fruchtbar.
Motivierung. 33%. Was ist denn hier los? Das ist ja krass. Was ist denn los? Es gab einige Möglichkeiten. Nichts illegal. Es ist ein großer Tag. Roboterautos, sie bauen selbstständig einen Auffahrunfall, damit es euch erspart bleibt. Bald zu besichtigen in eurem Rückspiegel. 37% mögen wir. Das ist doch bald vorbei, Junge. Das ist ja noch vorbei, Junge. Tropikos ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Der Palast warnt jedoch, dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal ist. Säcke, da kann man sie nicht mal festnehmen. So viel zu tun. Verzeihung. So. Das sehe ich auch nicht, aber meine eigenen Leute mich. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu dir. Die Welt ist ein seltsamer Ort, nicht wahr? Von einem Tag auf den anderen. Ja, ich bin sowohl in deiner. Beziehungsweise, warum so ein Stumpf? Die Welt kann so schön sein. Wir haben von allen hier noch. Warum das ja nicht? Ich nerv diese komische Ort hier. Das Tuch wäre so bekannt. Das geht mir so auf die Nüsse. Ich
ausbaut, dann ist alles schwierig. Ja. Guckt sich ja an, diese Abhauern, ja. Guckt sie euch an, ja. Ja, ist klar, hinter den Felsen verstecken, aber. Wie meine ich, wo die hinrennen? Ja, ist klar, an der Palme haben sie sich versteckt. Ich versteck mich hinter der Palme. So, weiter im Text. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Import oder die. Der Merkel wird doch Import. Thank you.
Reichen suchen immer nach neuen Wegen, um noch mehr Geld zu verdienen und sind jetzt auf die großartige steuerfreie Gelegenheit namens Sonntagsmesse gestoßen. Die Kunden müssen Eintritt zahlen und wenn sich die Pater beschweren, weist man auf Matthäus 22, 21 hin und macht ein selbstgefälliges Gesicht. Die Kirchgänger werden nicht sonderlich froh sein. Aus irgendeinem Grund scheint es anderen Nationen nicht zu gelingen, die Reichsten der Reichen zu besteuern. Tropico könnte eine... Warum Geld für Polizisten ausgeben, wenn die Armee auf ihren dicken Hintern sitzt und noch dafür bezahlt wird? Die Armen beschweren... Wenn es mit den internationalen Wer sich mit jedermann gutstellen will, sollte die Steuern senken. Wissen Sie, was die Menschen davon ab... So, das dürfte jetzt auch mal reichen. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich benötige zu... Greift die Guerilla meine Stromversorgung an, also jetzt eigentlich noch. Langsam nerven wir. Ohne Mist. Ja, dann wollen wir mal hier eine Kaserne draußen hinbauen. Und dann wissen wir ja, kontrolliert alles. Hier denken, dass wir mir alles anstecken können hier. Und wir das müssen wir verbinden.
mal, El Guerrilla, was wollen die Junge? Palast obdachlos. Er arbeitet bei mir im Palast und ist obdachlos. Das geht doch ja auch nicht. Das ist doch totaler Blödsinn. Die können ja auch nicht obdachlos sein. Braucht ihr eine Villa oder was? Wenn ihr doch eine Wohnung beziehen wollt. Das ist totaler Schwachsinn, ja wirklich. Dann wohnen irgendwelche komischen Leute drin. Das ist nicht logisch. Die Bürger verlangen nach. Nein. Die Würde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagt der Einsprecher. 37 Arbeitsplätze, arbeitslos 5 Stück. Läuft doch. Die sich überfrischen, ja. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Sie sehen heute umwerfend aus, Präsidentin. Nein. Uns die Baumauer, dann haben wir Ruhe. Thank you.
Da fliegen wirklich die Dinger los, ja. Voll die Drohnen. Ein weiterer Tag. Neue Energy Drinks. Segen des modernen Lebens oder Einbahnstraße zur Diabetes. Kanal Uno Sponsor El Toro Rojo sagt, warum ich beides. Das gibt's doch nicht. Ja, die mir. Was soll denn das immer? Oh. Erwischt ja. Das gibt's nicht. Eine Rebellion ist im Gange, Präsident. Ja, das merke ich. Wenn diese Rebellen so versessen auf eure Aufmerksamkeit sind. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsident. Was sagen Sie? Keine Rebellion. Wir erhalten Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Oh, keine Sorge, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Ja. Ach du Heiliger, die kommen ja wirklich. Oh mein Gott. Hm. Ich bin mir sicher, dass... Drohnenbude, ja. Oh, das war ein Auto reingegriffen. Oh Mann. Das sieht nicht gut, ja. Der Sieg gehört euch, Präsident. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Oh, shit. Oh, nee. Die machen meine ganze Stadt kurz und klein. Das gibt's doch nicht. Ein Sheet. Da es in jüngster Zeit in den Straßen zu Schwierigkeiten mit Steinen oder Brandbomben gekommen Gott sei Dank. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Ja, solche Pappnasen hier im Militär. Die können ja auch nicht stören. Sie scheinen unsere Anweisungen befolgt zu haben, aber wir warten noch auf die schriftliche Bestätigung. Oh, die hier leider auf den Senkel. Globale Marktwirtschaft. Sicherheitsüberwachung. Sicherheit ist schon nicht schlecht. Okay, ja. Schmuck. Warum?
nichts gebracht. Das halte doch nicht mehr aus. Die ist schon. Reden uns sonst hier, die lachen uns aus. Was bringt Macht, wenn sie nicht genutzt wird? Sie wird verkümmern wie ein Muskel, den man nicht einsetzt. Katastrophal. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja. Irgendwie militärisch ein bisschen krasser organisiert sein. Sonst sind es nicht hier möglich. Sieht man ja die Lachen und aus. Aha, die wollen ja hinten ran und kommen nicht. Ist das geil. Das habe ich immer wieder. Oh nee, ist das peinlich. Oder Berlin oder immer. Thank you.
Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Das ist natürlich auch meine Maßnahme. Ich habe gesehen, dass diese Dinge. Du hast sie auch nicht gesehen. Es hat keinen Sinn, Press. Ihre willkürliche Politik wird... Präsidentin, wir haben die DNS identifiziert. Erste Ergebnisse zeigen, dass unser jurassisches Eichhörnchen so tatsächlich das Sagen um... Wir sind fast wie Geschwister, Präsidentin. Aber haben Sie schon einmal Geschwister kämpfen sehen? Naja, stark wie wild. Atomwaffentest? Was macht er dann, Junge, ihr Idioten? Ha! In Tropico sind wir stolz auf unsere vielen Traditionen. Zum Tropf, Senor. Ja, brauch ich nur hier Tropf drücken, Junge. Recycling bedeutet, Mutter Erde eine feste Umarmung zu geben. Und die begeisterten Bürger Tropicos wollen ihren Beitrag dazu leisten. Wer sich mit jedermann gutstellen will, sollte die Steuern senken und sich... Kultur auf jeden Fall, da hört die einmal nur, ne, da haben wir die Kultur, da Rucksack Touristen und 25%. Die müssen mir aber auch Zeit lassen, das ist so sinnlos. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so sinnlos. Oh, jetzt müssen die sausen. Habe ich doch. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Oh, jetzt tun Sie mich mit dem Geld an. Energieeffizienz ist in Tropico ein wichtiges Thema. Deshalb ist nun jeder Donnerstag ein Baden- und Dunkeltag. Was hattet ihr denn drin schon vor? Photosynthese? Bananen. Tja, das dauert seine Zeit, die Erforschung. Ich kann es doch nicht ändern. Das wird nicht ausreichen hier. Schauen wir mal. Wir werden sie uns angreifen, die Waschis.
drei vornehmen, die drauf sind. Unmöglich. Nummer 421. Oh, Präsidente, ich entschuldige mich für die Verzögerung. Warten Sie, hatten Sie nicht schon... In den Straßentropikos ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Der Palast warnt jedoch, dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal ist. Sind die doof? Ist das geil. Die rennen hier in die Felswand, Junge. Oh Mann. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja. Das macht er immer. Da werden wir mal Fernsehen drum bauen, ne? Bitte. Politische Freiheit bekommen. Radiosender. Komm, du hast mal mal. Politische Freiheit. Eine Rebellion ist im Gange, Präsidenten. Wenn diese Rebellen so versessen auf eure Aufmerksamkeit sind, sollten sie wie alle anderen einen Termin ausmachen. Ah, Präsident, willkommen. Ich bin mir sicher. Wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen, Präsidenten. Aber ich fürchte, dass wir ein Problem mit Ihrem Papierkram haben. Keine Zigarren, wir haben eine übelst gute Zigarren. Da es in jüngster Zeit in den Straßen zu keinen Widrigkeiten mit Steinen oder Brandbomben gekommen ist, geben wir bekannt, dass derartige Widrigkeiten nun aufgehört haben. Komm, Junge. Die Armee ist schlagkräftig. Verarschen lassen wir uns auch nicht. Ach, das war's schon. Radiosender, das hat ja schon gereicht. Wir
steigen Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Keine Sorge, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Touristen, was wollt ihr eigentlich? Leer. Das muss man auch nicht verstehen. Nicht jede Nation ist mit Tropico befreundet, Fress. Nicht so. Verstehe ich jetzt nicht. Ach nichts. Stimmen den Rebellen. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Ein Tourist. Ich habe gesehen, dass diese Ding... Endlich mal Zigarren, ne? Bitter. Nein. Oha, wir liegen zurück. Ah! Verdammte Axt. Warum? Das ist alles cool.
geschluckt. Einiges ist mit dem Machtgefühl vergleichbar, das man beim Ausrufen von Kriegsrecht verspürt. Wir greifen mich sowieso an. Oh, 2%. Wir haben das erforscht und die Zeit läuft ab. Es hat keinen Sinn, Press. Ich hab doch den Mann. Colonel Uno wurde mitgeteilt, dass die Inflation dank der... Wir sind fast wie Geschwister, Präsident. Hey, wir haben das aber geschafft. Haben Sie schon einmal Geschwister kämpfen sehen? Nun, das haut doch gar nicht hin, aber... Weiß er aus. Hammer. Was ist denn so aus dem Gesicht? Voll der grüne Pfeil, ja, die ganze Zeit schon. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten, Präsidenten? Ach, was ich mache. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgelehnt. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze gibt. Präsidentin.
wir brauchen die Bahnhof. Aufgedeckte Rebellen 107. Ach du Heiliger. Welch ein Tag. Ich fühle mich beobachtet. Festgenommen, ab in Kahn. Da drin rennt so was Gammeln, so Rotten. Kannst du da drin? Hey, Präsidentin, ich habe mir ein paar Schlagzahlen. Ich möchte sie jetzt nicht beunruhigen. Was wollen wir in Gesundheit? Die Zahl des Gesundheitssystems. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Akt. Ich bin immer über Press. Die greifen an der Fleiche. Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsidentin. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen. Wer weiß, wer gerade aus der vierten Dimension zum Angriff auf uns bläst. Warum sollten Sie sich auf den Kampf vorbereiten, wenn Sie für die Arbeiter kämpfen sollten? Präsidentin, helfen Sie bitte den Genossen. Sie schwitzen gemeinsam für... Ach du Scheiße, das ist einfach so ein Block, der mich nur Geld kostet. Wir müssen Ihre Hilfe zu... Pro Flughafen bauen! Was ist bei euch falsch? Benonnen, Alter. Begehörige will, dass ich einen Flughafen baue. Ich bin selber nicht ans Adam gekommen. Wären Sie hier an irgendetwas... Was ist das für Schein, Gott sei Dank? Aber Exporthandels.
Es ist solch eine Last, Erbe eines unvorstellbaren Vermögens zu sein. Scheiße. Park bauen. Ja, andere Sachen zu tun. Ah, da, ja. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Völlig. Aber sowas von völlig. Keine Chance. Oh! Lass sie sehen, Junge. Freiheit. Ach so. Freiheitszufriedenheit. Oh,
Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die... spontanen Vandalismuswettbewerb für sich entscheiden. Sie besiegten die hiesige Staatsgewalt mit einem Torsprung von 2 Mauern. Flughafen. Alter, 20 Riesenmauern. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es... Gehen wir langs, ja. Attentäter, die vorne von uns zu. So schnell wie jetzt mal. Flughafen, ich komme immer. Ach, da ist aber nichts zu entpassen. Oh, Scheiße! Oh, ist das euer Ernst? Weniges ist mit der Macht. 85 Jägen, ich hab doch eine Macke. Das musst du dir mal reinfahren, Junge. Da tust du dich ja voll aufopfern. Dann hast du 5. Alter, ich hab keinen Einzigen, der mich will. Ist das geil! Zufriedenheit, aber was? Freiheit, ja. Soll ich jetzt alle Dinge hier abreißen oder was? Ist das euer Ernst jetzt hier? Das neue robotisierte Wahlverfahren garantiert, dass die nächste Wahl ehrlich und ohne jegliches Fehlerrisiko ablaufen werden. Welche Erleichterung? Freiheit. Eine gute Tat, Präsidentin. Zweifellos ohne je. Senior, Freiheitseinschneidung. Wo ist hier keine Freiheit? Oh, ich verstehe das nicht. Dieses Straßentropikon ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Der Palast warnt jedoch, dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal ist. Ah, verfluchte Kacke. Mach doch mal hin, Junge. Ich überlebe nicht. Absolute Detonation, nur.